Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin noch nicht so richtig fertig, also erschreckt euch nicht so ganz. Ich habe mich noch nicht richtig geschminkt. Ja, heute ist Samstag. Die Kinder fahren jetzt weg, wie schon angekündigt. Und was wollte ich denn noch sagen? Warte mal. Moisi, du machst dich mal fertig. Es ist jetzt 21:45 und die düsen jetzt schon gleich los. Mein Schnucki hat heute schon den Saft gepresst. Ey, coole Brille, Mann. Ich dachte erst, das sind meine. Was? Aber du hast ja auch eine coole Brille, ne? Alle ja, mit ich wusste nicht, wo ich hinlegen Cam hier. Ich sie auch genau. So, auf jeden Fall. Tschüss. Danke. Wieso nimmst du die Dings damit? Ja. Wenn wir spielen. Ach so. Nicht, dass okay. Das die letzte Fahrt wird. Ihr sollt schleppen, ne? Ja. Ja, nicht spielen. Ja. Schleppen helfen, einräumen helfen. Also ihr bleibt alle so auf einem Haufen? Umzugsauto und ihr hinterher oder fährt ihr da einzeln? Wir fahren vor, weil die dürfen nur 80 fahren. Oh. Und wir fahren schon mal vor. Fahrt vorsichtig. Ja, okay. Das kriegen wir hin, ich fahre sehr vorsichtig. Sehr schön. So, die Kinder sind weg. Ich musste fast heulen jetzt. Irgendwie total bescheuert, ne? Die sind so groß schon. Ja, also wir stehen jetzt auf. Wir sind schon aufgestanden. Ich muss mich noch einmal schminken. Dann wartet nochmal Geschirrspüler auf mich. Und eigentlich würde ich ganz gerne, da wir gestern viel gewuselt haben und ich die Garage aufgeräumt habe, als auch den Schuppen, würde ich ganz gerne... Wie siehst du denn aus? Was machst du? Würde ich ganz gerne die Sachen zur Deponie fahren, weil das Auto nämlich fast voll ist. Also... Und guck mal, was auf mich hier wartet, weil Adrian hat Saft gemacht gerade eben. Guck dir mal dieses Chaos an. Geschirrspüler muss ausgeräumt werden. Moisi, kannst du das gleich mal machen, dass wir gleich mal frühstücken können? Das ist der Saft. Du? Machst du bitte den Geschirrspüler? Du? Ja. Oh, das Saft sieht aber eklig aus. Er hat nur Äpfel ausgepresst. Wir haben keine Orangen. Du musst auch noch auf Klo? Okay, dann machst du aber gleich sonst den Geschirrspüler bitte, ja? Ja, vielleicht. Okay. Machst du den Geschirrspüler? Moisi! Ja! So, und ich kann mich nochmal zu Ende schminken. Ich hatte nämlich gestern, ja, ich habe gestern was eingepflanzt, was ich euch gar nicht gezeigt habe. Das will ich mal nachholen. Das finde ich ganz hübsch. Also ich hatte mir ein Buchsbaumstämmchen geholt und den vor die Tür gepflanzt. Und zwar dieses hier. Und unten drunter sind einfach so ein paar andere Pflanzen, die hoffentlich jetzt lange, lange halten, die auch nicht so viel Wasser brauchen. Und was habe ich denn noch? Ach so, und das hier habe ich auch neu gepflanzt. Genau. Fertig ist es. Die fand ich ganz hübsch, diese Pflanzen, muss ich ehrlich gestehen. Und wie gesagt, weil sie auch recht pflegeleicht sind, weil man die nicht so viel gießen muss, weil die ja relativ stabil und robust sind. Und dann hatte ich noch zwei Hänge... Ampeln gehabt oder Hängekörbe. Die hatte ich gestern auch aufgehängt. Übrigens, heute bekommen wir Besuch. Und meine Freundin mit Baby. Schaut mal, die habe ich jetzt auch gestern bepflanzt. Einmal diese. Dann hatten wir gestern so ein bisschen aufgeräumt und Max hat mir gestern ein paar Sachen weggeräumt. Also diese ganzen Kübel haben wir jetzt verteilt auf dieser Seite jetzt hier. Dann werden wir die Terrasse machen. Ist auch schon ganz sinnvoll, dass da alles weg ist, weil sonst nervt das alles. Und jetzt steht es dann halt eben hier wieder so ein bisschen. Wobei ich diese Seite für extrem heiß empfinde. Ne? Also die Pflanzen bei mir da... Die schönste Seite ist immer vorne, finde ich. Da gedeihen die Pflanzen ganz toll. So, und sobald es so langsam so sonnig wird oder zu viel Sonne, auf dieser Seite ist meistens ganz viel Sonne, da ist es halt eben so mit den Pflanzen so ein bisschen, habe ich ein bisschen ein Problem damit, ne? Dass die mir irgendwie eingehen, weil die Sitze gar nicht abkönnen. So, ihr Lieben, unser Bett habe ich jetzt gemacht. Am PC habe ich heute schon gesessen. Ich will aber nachher nochmal ein Video schneiden. Warst du auch nicht auf Klo jetzt, oder? Ich war auf Klo. Achso, machst du den Geschirrspüler bitte? Ja. So, und ich schmink mich mal kurz. So, schaut mal, mein Kind ist so lieb und ich räume den Geschirrspüler aus. Okay, so geht's auch. Upsi. Also bei Ash ist es so, er verteilt immer so erstmal auf die Arbeitsfläche und dann räumt er das weg. Wieso nicht gleich ins Regal, du? Weil alles ist nass, ey. Wieso ist alles nass? Weil da überall irgendwas drauf ist. Ach so, na gut. Also ich habe mich jetzt hier fertig gemacht. Ich glaube, ich fahre jetzt mal ganz schnell zur Deponie und bringe das alles weg. Einräumen könntest du danach machen? Nein. So, also ich düse jetzt mal los. Nun bin ich jetzt hier angekommen und es ist hier keiner, ne? Ich dachte, hier ist voll. Also heute ist ja Samstag. So Leute, ich habe jetzt bezahlt.
Und heute ist nicht so viel zusammengekommen, guckt mal. Das ist nicht so viel, aber nun gut. Also ich lade es mal alles wieder aus. Und schon bin ich zu Hause, was eingekauft zwischendurch, mein Schnucki. Hol das alles hier jetzt raus. Frühsport hier. Runter. Frühsport, ne? Genau. Also, diese Früchte gibt es gerade bei Edeka im Angebot für... Kauf alles. Aber nicht hier. Wir müssen mit Mango aufhören. Das ist nämlich zu viel Zucker drin. Aber Mango und Erdbeeren mischen? Himbeeren sind besser. Das war doch... Achso, ja gut. Was? Aber Himbeeren habe ich aber gar nicht gesehen. Am allerwenigsten Fruchtzucker dran. Ja, stimmt auch wieder. Also ich habe auf jeden Fall ganz, ganz viele Orangen gekauft. 4 ganze Netze. Und dann habe ich hier einmal Bananen. Und ich will nachher noch einen Bananenkuchen backen übrigens, wenn meine Freundin kommt. Oh Gott, ja. Also, ich habe einiges mitgenommen von Edeka. Diesmal werde ich auch... Oh, ich bin richtig ein grauer Sack. Achso, ja, die Tür könnte wieder zu, genau. Das erste Mal habe ich es gesehen. Dinkel-Pizzateig könnte man natürlich auch selber machen, aber heute habe ich nicht so viel Zeit dafür. Das heißt, ich werde heute Kuchen backen, also Bananenkuchen und einmal so eine Pizza machen. Einfach so was Leichtes irgendwie mit Gemüse und so. Dann gibt es einmal Gouda-Käse. Ja, die Müllbeutel sind ja nicht so wichtig. Pizza, also Hollandaise-Soße, Quark. Dann die Kräuter nehme ich auch ganz gerne. Für Salat. Dann haben wir hier Heidelbeeren, Gouda, Frischkäse, Himbeeren, noch mehr Frischkäse, aber Kräuter und so weiter und so fort. Kartoffeln ist auch hier Eier. Diese platten Pfirsiche, die sind auch super lecker. Und ein bisschen Salami für Ash. 2 Packungen. Einmal so mit Knobi, einmal ohne. Und Wassermelone. Und da ist der restliche Berg. Da bin ich wieder. Also, wir haben gefrühstückt. Es ist jetzt kurz nach 11:30, wobei mein Frühstück bestand nur aus Wassermelone und ein bisschen Himbeeren und Erdbeeren. Ich hatte irgendwie überhaupt keinen Hunger auf nichts, weiß auch nicht. Und mittlerweile ist es draußen auch schon recht warm, deswegen, vielleicht wahrscheinlich deswegen. Deswegen hatte ich wahrscheinlich keinen Hunger, so. Und jetzt bin ich gerade dabei, da ich heute Nachmittag Besuch bekomme von meiner Freundin mit Baby, Bananenkuchen vorzubereiten. Ich würde ganz gerne Bananenkuchen backen. Dann hatte ich ja überlegt, mir die Pizza nochmal zu machen. Naja, falls doch einer irgendwie ein Stück Pizza oder irgendwie Hunger hat, kann man das immer noch so zwischendurch halt zum Tee oder zum Kaffee essen. So, ich habe schon mal alles rausgelegt. Rezept hatte ich ja schon ein, zwei Mal bestimmt im Video gezeigt. Und hier sind meine braunen Bananen. Die werden jetzt auch gleich noch einmal zermanscht. Und ja, ich lege schon mal los. Den Teig habe ich jetzt soweit gemacht und wisst ihr, was ich schon überlegt habe? Habe ich nämlich schon letztes Mal. Und zwar habe ich mir gedacht, man kann bestimmt auch Bananenkuchen, die habe ich gerade umgezogen, mit vielleicht ein paar Erdbeeren noch irgendwie vermischen. Das heißt, ich habe die jetzt klein geschnitten, wirklich so kleine Würfel. Und die würde ich jetzt einfach mal so unterheben und zusammen ausbacken. Ich bin gespannt, wie das nachher schmecken wird. Aber ich glaube, Banane und Erdbeeren passen ganz gut zusammen. Deswegen bin ich sehr gespannt auf dieses Experiment. Also legen wir mal los. Schaut mal, so sieht das aus. Ich habe das schon so ein bisschen einfach mal vermischt und jetzt kommt das alles so in diese Kastenform rein. Während der Kuchen jetzt im Backofen backt, habe ich hier schon mal die Pizza vorbereitet soweit. Und zwar habe ich jetzt einfach diesen Dinkelboden genommen, also Pizzaboden, einfach Sauce Hollandaise drauf, ein bisschen Pizzagewürz. Dann hatten wir noch gestern gegrillt, es gibt dann halt eben mal Grillfleisch. Habe ich einfach so als Hähnchen da in Streifen geschnitten. Dann Paprika, Frühlingszwiebeln, seht ihr schon selber, Tomaten. Und jetzt kommt dann nochmal mein Käse drauf, denn der darf ja auch nicht fehlen. Und die würde ich dann aber jetzt noch nicht ausbacken, so ungefähr in eine Stunde, schätze ich mal. So sieht das Ganze aus, wenn man zu faul ist, den Käse zu reiben. Ehrlich gesagt, mag ich auch nicht so gerne Käse reiben, ne? Ist ehrlich gesagt, aber ich wollte nicht diesen fertigen Käse kaufen, weil da man immer nicht so weiß, was alles drin ist. Und das schmeckt auch ganz anders, finde ich, teilweise wirklich so künstlich. So, und jetzt habe ich Gouda einfach in Streifen geschnitten. Passt. So, das ist auch so geil hier, ne? Eigentlich dachte ich, wenn jetzt das mal fertig. Das habe ich jetzt produziert. Geschirrspüler muss ausgeräumt werden. Und ich dachte, ich bin fertig. Ich gucke mal, der Kuchen geht langsam hoch. Den lasse ich aber natürlich noch ein bisschen, mache ich noch ein bisschen runter lieber. Also ich habe jetzt hier auf 180 Grad. Ach ja, die Uhr könnte ich mal einstellen, ne? Ja, also ich mache hier noch ein bisschen weiter. Der Kuchen ist schon mal fertig und schaut mal, wie der aussieht. Er ist noch oben, aber ich glaube, gleich wird er zusammensacken.
Dauert nicht mehr lange. Leider. So, es ist 14:45 und ich habe draußen die Blümchen gegossen, ein paar, auch schon ein bisschen was abgepflückt. Bei uns bedeckt sich im Moment das Ganze hier, also deswegen habe ich gedacht, das ist egal. Ich kann auch jetzt die Blumen gießen, die, das reicht dann auch immer noch, wie gesagt, von der Feuchtigkeit her bis morgen. Und mittlerweile ist auch schon die Pizza fertig. Ich bin sehr gespannt, wie sie schmecken wird. Und guck mal, der Kuchen ist doch ein bisschen abgesackt, aber nur, das geht noch. Ja, also... Es geht gleich los. Tada! Alles ist fertig und meine Freundin ist auch schon da. Die kommt, glaube ich, gerade erst rein mit dem Kleinen. Also, alles ist fertig. Wir können also gleich loslegen. So, und endlich ist meine Freundin da mit Baby. Guck mal, liegt hier und bespaßt sich, ne? Guck mal, ganz viele Rasseln hat er hier. Und ist ganz ruhig. Ich hätte jetzt gedacht, er will nicht auf dem Boden so lange liegen. Aber geht, ne? Der liegt hier ganz gechillt. 7 Monate? Ja. 7 Monate. Und wir wollen gleich essen, wir haben nämlich langsam Hunger. Oh, das nehmen wir auf den Arm. Wo siehst du, wir strahlen. Ihr Lieben, es ist jetzt 5:30. Meine Freundin ist gerade gefahren mit dem Baby. Also wir hatten echt einen schönen Nachmittag heute hier. Das war echt total nett. Wir haben ganz viel geschnackt. Die hat sich nochmal in Ruhe das Haus angeguckt. Und ja, Kuchen war super lecker. Das ist eine super Idee. Habe ich hier irgendwas im... Ich habe den Kleinen immer gefüttert mit den ganzen Beeren. Er hatte so einen Saug... wenn man schnell... Fruchtsauger, da wo man so Früchte reintun kann und die Kinder das beißen können oder essen können. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, ich bin auch verschmiert irgendwie. Ja, also der Kuchen mit den Erdbeeren war super lecker. Also wir haben mit ihr echt reingehauen. Ich habe viel reingehauen. Die Pizza kam auch ganz gut an. Es war also super lecker. Von Ash haben wir seit heute Morgen nichts gehört. Er hat zwischendurch mir jetzt ein paar Bilder geschickt. Er ist nämlich meine Freundin, die gestern ein Hundebaby bekommen hat. Und hat mir jetzt auch Fotos gerade geschickt. Ich wollte schon anschreiben, weil ich von ihm nichts gehört habe den ganzen Tag. Also es ist irgendwie ja, morgens weg. Und jetzt hat er mir geschrieben. Davor aber auch irgendwie so gegen 12:30 oder so. Und dann ist es immer so, man fühlt sich ein bisschen komisch, wenn man das Kind den ganzen Tag irgendwie nicht sieht. Normalerweise ist er ja dann hier, ne? Ja, so ihr Lieben, ich würde jetzt ganz gerne einmal hier alles... Klatschig machen, also alles abräumen, so viel ist es ja nicht. Also, aber die Pizza war auch super lecker, hat echt gut geschmeckt mit dem Grillfleisch drauf. Ich muss das noch einmal ganz kurz wegräumen, ja. Und der Kleine, der war ja süß, ne? Der war total friedlich, also der hat den ganzen Nachmittag überhaupt nicht geweint, gar nichts. Er hatte hier gespielt auf dem Boden, ich sehe gerade, ich muss gleich nochmal mit Vanish einsprühen, seht ihr? Die roten Flecken, die muss ich noch einmal ganz kurz gleich einsprühen, weil wir da auf der Decke gesessen haben. Und er die Früchte gegessen hat und dann hat es halt ein bisschen getropft aus diesem Fruchtsauger. Also kommt jetzt einmal mein Spray zum Einsatz und muss ich auch schon mal neu kaufen. Fast alles alle. Und ja, aber wirklich ein ganz, ganz friedliches Baby, ehrlich. Also, und die dann auch gleich, meine Freundin, na, und auch Arian auf dem Arm war ja dann auch ein paar Mal und dann, na, und doch noch ein Baby, doch noch ein Baby. Aber Leute, ich weiß nicht, also, ich bin schon zu alt. Ein Baby. Weil so ist es ganz süß, dass man immer mit ihm rumtütert oder so. Ich hatte ihn auch den ganzen, also viel auf dem Arm jetzt hier. Aber wenn man so überlegt, alles wieder von vorne. Hm. Nun gut, also ich mache mich jetzt hier einmal an die Arbeit und dann sehen wir uns später wieder. So, ich habe jetzt alles weggeräumt. Geschirrspüler konnte ich noch nicht anschmeißen und ich habe gerade eben hier die Fliegen gejagt, weil hier so viele reingekommen sind, weil das Fenster auf ist oder war. Ich habe jetzt Max geschrieben, weil ich von ihm auch nichts gehört habe. Ich habe gefragt, seid ihr schon angekommen, weil es mittlerweile schon gleich 6 ist und er sagte, noch nicht, haben bis 12 Uhr Sachen eingeladen. 18:14 sollen wir ankommen, okay. Da macht man sich auch schon wieder immer Gedanken, ne? Wenn die Kinder so lange unterwegs sind. Ja, also die fahren 5 Stunden oder so. Und nee, 18:14 sollten sie ankommen. Okay, ist ja auch schon bald. Na gut, so. Also ihr Lieben, ich gehe jetzt einmal ganz kurz nach draußen und nehme meine Wäsche ab. Dann, ja, die ist schon trocken. Das Wetter war heute einigermaßen gut erträglich. Es war ja zuerst sonnig und sehr heiß, aber die Sonne war nachher weg. Und das ging von den Temperaturen her. Konnte man gut aushalten, ne? Ja. Na gut, meine Hübschen. Also, noch 50 Kilometer, schreibt Max. Und dann sind die angekommen am Ziel. Okay.
Supi, also ich gehe jetzt einmal raus und nehme die Wäsche ab und Adrian sitzt immer noch am PC und arbeitet. Und ich weiß nicht, er wird wahrscheinlich nochmal spazieren gehen wollen, schätze ich mal. Das heißt, ich düse jetzt einmal ganz kurz nach draußen, nehme die Wäsche ab und dann gehen wir wahrscheinlich eine Runde spazieren. Ja, aber ich habe, wisst ihr was, nach diesem, als ich den Kleinen hier auf dem Arm immer hatte, habe ich jetzt voll so einen Krampf mehr oder weniger im Arm, ne? Weil man das nicht gewohnt ist. Genauso, wenn man irgendwie längere Zeit was schleppt oder so, dann geht es richtig in den Oberarm rein. Ne? Das ist voll krass. Ist, ja. Aber meine Freundin fand das hier ganz schön. Also die hatte auch bei Max oben alles angeguckt. Die sagt, das ist echt richtig schön geworden. Ja. Na gut, meine Lieben, so, ich will euch hier nicht lange voll quatschen. Ich gehe jetzt einmal raus. Ihr Lieben, es ist der nächste Morgen. Ich glaube, ich habe das Video gar nicht beendet gestern. Das war relativ spät schon her. Sie werden hier die Serie geguckt und irgendwie habe ich nicht mehr daran gedacht noch. Es ist jetzt kurz vor 9 und er schläft noch. Adrian sitzt schon am PC. Ich habe mich gerade fertig gemacht, genauso wie im Schlafzimmer. Das Bett ist fertig und gleich wollen wir erstmal frühstücken, beziehungsweise vielleicht nochmal eine Runde spazieren gehen und dann frühstücken. Das Wetter ist heute wieder, ja, schon bedeckt. Also es soll aber nicht regnen heute, das ist schon mal was, ne? Jedenfalls ist es alles noch so ein bisschen, wie gesagt, trüb hier, komischerweise, draußen. Na gut. Also ihr Lieben, ich würde sagen, ich werde jetzt einmal ganz kurz an meinen Haushalt hier erstmal gehen, in der Küche. Und zwar muss ich den Geschirrspüler ausräumen. Und damit dieses Video nicht allzu lang für euch wird, weil einige quaken. Und was ich auch echt gut verstehen kann, dass es dann einfach mal zu viel ist oder zu lang, würde ich dieses Video jetzt gerne beenden. Habe mich sehr gefreut, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Passt bis dahin auf euch auf. Tschüss.